Hallo, hier ist wieder euer WeHawkLP. Ich begrüße euch zurück bei Let's Play Pilot Wings. So Leute, heute steht der Jumblehopper an. Ja, das dritte Bonusspiel, das super tollste, hyper mega genialste Bonusspiel von allen. Wir dürfen ein bisschen hopsen. Wir haben das richtige Schuhwerk an und wir, ja, machen das Ganze mit Robin. Mit der guten alten Robin. Oh yeah. Oh yeah. Sehr gut gemacht, Robin. Du bist motiviert, das hoffe ich. Denn Jumblehopper Level 1 steht an, auf Holiday Island eine Aufgabe zu lösen, 70 Punkte bis zur Bronze. Das bedeutet, wir müssen nun mit dem Jumblehopper zum Ziel hüpfen. Springe zum Zielgebiet. Bei jeder Wasserberührung werden dir 2 Punkte abgezogen. Oh weia. So, 15 Sekunden haben wir nur Zeit. Es gibt nur Zeitbonus, Landesziel und sowas können wir... Gibt's nicht. Können wir vergessen. Die Steuerung. Wir springen mit A. Er springt eigentlich automatisch, aber wir können das mit A noch ein bisschen beeinflussen. Ja, volle Konzentration. Der erste Sprung ist enorm wichtig. Überlege genau, wann du den A-Knopf für kurze oder lange Sprünge drückst. Das ist nämlich echt so ein ganz schmaler Grat. Das ist echt nicht einfach. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt am besten lösen. Ich möchte gerne lösen. So funktioniert das schon mal nicht. Okay. Robin. Yeah. Oh nein, nicht in den Teich. Komm, da kannst du doch... Mist. Mit einem geschickten Sprung wäre ich sogar drüber gekommen. Aber egal, 2 Punkte Abzug ist nicht schlimm. Das hier ist schon schlimmer. Dass wir jetzt nochmal drum rumhüpfen müssen. Das wird jetzt freilich keine Goldmedaille mehr geben, aber wir gucken mal, wie weit wir es haben. Reicht das schon für Silber? Aber gerade so für Silber. Da der Zeitbonus ist natürlich schon unheimlich wichtig. Ja, okay. Logischerweise ist er unheimlich wichtig, weil er ist ja das Einzige, was bewertet wird. Das Abzeichen in Silber, damit will ich mich nicht zufrieden geben. Das können wir besser. Jumblehopper ist aber, erfordert auch wirklich ein bisschen Übung. Aber ich denke, ich krieg's wieder raus. So, Kiwi. Here we go, Kiwi. Probier's nochmal. Du machst dich doch hoffentlich besser als Robin. Will ich doch mal schwer für dich hoffen. Mädchen. Das kann doch nicht so schwer sein. Oh Mist. Und jawohl. Egal. 2 Punkte Abzug. Scheiß drauf. Hauptsache Gold. Ich will die Goldmedaille hier. Hier muss das sein. Und wir haben 20 Sekunden gebraucht. Jetzt bin ich mal gespannt. Reicht das noch für Gold? Aber gerade so. 93 Punkte für die Zeit, dazu noch 2 Punkte Abzug, aber wir haben unsere Goldmedaille. Perfekt. Das heißt, wir können theoretisch eigentlich schon die nächste Aufgabe machen. Perfekte Punktzahl muss ich jetzt hier nicht unbedingt machen. Das ist jetzt zu nervenaufreibend. Ja, nee. Wir haben das Abzeichen in Gold, damit bin ich erstmal zufrieden. Wir gehen in das zweite Level vom Jumblehopper. Das steht uns jetzt bevor. Ist auch schön, dass wir jetzt mal eine zweite Goldmedaille hier in den Bonusspielen haben, also davon abgesehen. Und das machen wir mit Goose. Oder? Sollen wir Goose nehmen? Wir nehmen Goose. Jeha, du alter Yankee! So, Moon Island. Springe zum Zielgebiet. Bei jeder Wasserberührung werden dir 2 Punkte abgezogen. Das kennen wir ja. Wir gucken in die Punkte, denn wir haben nur, ich glaube, 1,5 Minuten oder was waren es hier, glaube ich. Wenn ich es richtig weiß. Ja, 1,5 Minuten. Das Problem war, ihr werdet das gleich sehen. So, das Zielgebiet ist auf der exakt gegenüberliegenden Seite von Moon Island. Und zwischendrin ist ein ziemlich großer Teich. Das heißt, wir müssen ein bisschen am Strand entlang hüpfen. Und vorher sollten wir gucken, dass wir irgendwie über den Hügel drüber kommen. Ich glaube, das steht auch gleich nochmal in den Hinweisen drin. Ja. Versuche über den Berg zu springen, um damit Zeit zu sparen. Genau. Denke daran, dass der Winkel des Abhangs beeinflusst... Ja, denke daran, der Winkel des Abhangs beeinflusst den Sprung. Gut. Das ist natürlich echt so eine Sache, da drüber zu kommen über den Hügel, weil das Problem ist, wenn er zu steil ist, dann prallt ihr daran ab. Dann verliert ihr auch unheimlich viel Zeit, wenn ihr daran abprallt. Weil ihr prallt nicht einfach nur ab, euer Pilot ist dann noch kurz genommen. Ich weiß auch nicht, ob es links rum oder rechts rum. Ich glaube, der Hügel ist jetzt zum Beispiel deutlich zu steil. Ja, das hätte ich jetzt gar nicht probieren brauchen. Ihr seht schon, er ist dann kurz benommen. Das ist dann immer ein bisschen doof. Nein, nicht gegen das Silo! Oh Mann! Ja, du alter Silo-Liebhaber!
Silo-Liebhaber, schon klar. Ja, ja. Probieren wir mal die Seite. Scheint mir ein bisschen einfacher zu sein. Ja. Ja, hier kommt man eventuell ganz gut drüber. Huiuiui, hier muss man aber ganz schön aufpassen. Das ist wirklich ein schmaler Grat hier. Aber perfekt, wir sind schon so gut wie drüben. Und da hinten ist schon das Zielgebiet zu sehen. So. Jetzt sollten wir natürlich hier am besten links weiter hüpfen. Immer schön am Strand entlang. Und jetzt gucken, dass wir nicht versehentlich irgendwie mehr landen. Das ist nämlich immer so eine Sache hier. Ja. Oh Gott. Mit weiten Sprüngen. Hüpfguß. Hüpfe, wie Slippy niemals hüpfen konnte. Weil er zu schlecht dafür ist. Wie er in allem einfach zu schlecht ist. Genau. Aber du, Goose, du bist das nicht. Du bist der bessere Frosch. Zeig ihm, wie man hüpft. Zeig es ihm, wie ein Amerikaner hüpft. Ja. Yeah. Ja, ein Amerikaner will immer mit dem Kopf durch die Wand. Das war jetzt dämlich. Jetzt habe ich so viel Zeit verloren, aber waren wir auf so guten Kurs schon. Ah, scheiße! Nein! Nein! Das wollte ich nicht! Ach, so ein Mist! Jetzt habe ich die Kurve nicht mehr gekriegt. Aber egal, hüpfen wir ins Ziel. Oh, scheiße. Das ist nämlich auch das Problem. Wir dürfen das Zielgebiet nicht überhüpfen. Jetzt müssen wir ganz sanft springen. Goose! Nein! Jetzt mach schon! Scheiße, jetzt habe ich so viel Zeit verloren. Was gibt das? Oh Mann, 87 Punkte, so knapp von der Goldmedaille entfernt. Das probieren wir natürlich nochmal. Wird natürlich auch hier versuchen, nochmal Gold zu geben. Wenn wir schon so nah an der Goldmedaille dran sind, dann werde ich mich hier auch mit Silber nicht zufrieden geben. Goose, du hast offiziell versagt. Und deshalb wird es Zeit, dich auszutauschen. Deshalb wird es Zeit, einen fähigeren Mann zu nehmen. Der kennt sich auf Moon Island aus. Es ist, genau, Hawk. Der gute alte Hawk. Der Birdman Hawk vom letzten Part. Betritt nun wieder Moon Island. Hüpf, Hawk. Dass unter ihm der Boden nicht kaputt geht, wenn er so hüpft, ist schon der Wahnsinn. Ich meine, er hat so viel Kraft, er ist so mächtig. Und... Boah. Oh, scheiße. Okay, da hätte ich rechts dran vorbeigemusst. Oh, ja, seht ihr den Mond? Den Mond? Den Moon? Ja, eine Mischung aus Mond und Moon und nochmal starten und... Hawk, das kannst du besser. Ah. So. Weiter geht es, Hawk. Yippie-yay. Wow. Oh, 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 oh. Das konnte nichts werden. Wow, das muss wehgetan haben. Aber der schüttelt sich mal eben kurz und macht einfach weiter. Das ist Hawk. Der ist unglaublich, der Kerl. Kein Wunder, dass ein Roboter nach seinem Vorbild gebaut wurde. Der gute alte Mega-Hawk. Hawk hat's einfach drauf. Ah, obwohl wir jetzt einmal hängen geblieben sind, ich will's jetzt mal probieren, weil das sieht gar nicht schlecht aus. Wir können's theoretisch noch... Ich meinte, so ganz theoretisch halt, hätten wir es schaffen können. Hawk, es ist keine Zeit, Tennis zu spielen und auch nicht schwimmen zu gehen. Wir müssen ins Zielgebiet, mein Junge. Hüpfe! Hüpfe! Jump, Bitch! Boah, da wäre ich beinahe ins Wasser gefallen. Spring, Schlampe, spring! Wieso sage ich das? Von dem ehemals kinderfreundlichen Let's Player habe ich mich eh weit entfernt. Spätestens mit South Park. So. Aufgepasst. Wir springen hier herein. Wunderbar. Und wir haben sogar eine ganz gute Zeit erwischt. Gibt das noch die 100 Punkte? Oh, ich glaub's einfach nicht. Ich war nicht mal eine Sekunde drüber. Wegen den paar Zehntel wollt ihr mir jetzt echt... Ach, Mann. Ach, scheiße. Egal, was soll's. 99 Punkte. Das will ich jetzt nicht nochmal machen. Nee. Ihr kennt Moon Island jetzt. Ich will den Part auch nicht so ewig lang treiben. Nö, dann hab ich's jetzt halt versaut. Nö, das war... Genau, das war mein letzter Versuch. Ich war nicht in der Lage, 100 Punkte zu holen.
Ja, egal, komm, wir machen jetzt einfach weiter, würde ich mal sagen. Genießen doch mal unser Abzeichen in Gold, was eigentlich ein perfektes Abzeichen hätte werden können. Aber nein, der gute Hawk braucht ja 84 Hundertstel zu lange. Vielen Dank, Pilot Wings 64. Genau. So. Dann gehen wir nochmal ins dritte Level. Dazu nehmen wir Goose, aus einem ganz bestimmten Grund. Denn wir sind wieder auf den Little States. Ihr habt das sicherlich befürchtet beim Jumble Hopper. Wir dürfen tatsächlich, ja, dieses Riesenlevel machen. From East Coast to West Coast quasi, also komplett einmal durch das ganze Land. Springe zum Zielgebiet, ja. Wir haben dafür auch recht lange Zeit, glaube ich, weil das war wirklich, das ist ein unheimlich langer Kurs. Naja, was soll man machen? Ich kann euch ja mal einen kleinen Überblick geben, was uns hier so erwartet. Wir gucken mal in die Hinweise. Dies ist ein sehr langer Kurs. Die Landepunkte ändern sich mit der gewählten Route. Suche den günstigsten Weg. Holy crap. Naja, ist halt so. So, wir gucken nochmal in die Punkte. 2 Minuten 30 haben wir dafür nur Zeit. Das ist sogar eine Minute weniger, als ich dachte. Ich dachte, es wären 3 Minuten 30. Dann müssen wir uns sputen. Aber wisst ihr was, Leute? Ich würde mal ganz gerne nochmal einen kurzen Cut machen, mich nochmal seelisch und mental darauf vorbereiten und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, da bin ich wieder. Auf geht's, der Megasprung steht an. Wir müssen die gesamten Little States mit dem Jumble Hopper bestreiten. Das müsste man mal im echten Leben probieren, so mit Sprungfederschuhen, so mal die kompletten Vereinigten Staaten entlang hüpfen. Die Leute würden einen für verrückt erklären, aber man würde sich definitiv mächtig vorkommen. Und so fühlt sich Goose. Wir müssen zusehen, dass wir hier irgendwie über diesen Hügel drüber kommen. Das ist... Wenn wir das hier schon mal machen... Fuck. Wenn wir das hinbekommen, das ist schon mal nicht schlecht dann. Dann haben wir schon mal eine ganz gute Ausgangsposition. Wenn wir da so mit 2, 3 Sprüngen drüber kommen... Ah, hätte klappen können. Kameraabspackung. Das hier war übrigens auch der Kurs, wo ich, diesen wunderschönen Glitch hinbekommen habe, damals noch zusammen mit Arknight917, heute Arknight TV. Ja, da habe ich mich unter die Brücke geglitscht und habe das Spiel dadurch kaputt gemacht, mehr oder weniger, weil da die Grafik sich nicht mehr eingekriegt hat. Vielleicht kriegen wir das heute nochmal hin, das wäre ja was, dann wäre das wirklich ein gelungenes Re-Let's Play. Toll. Nicht immer gegen die Bäume knallen. Ach Mann. Goose, was soll das? Das gibt's doch nicht. Ich komm endlich über diesen verdammten Baum drüber. Ich bin heute aber auch ein Baumliebhaber. Meine Güte. So, Schluss damit. Ich glaub, mich knutscht heute ein Baum. So, jetzt haben wir es endlich mal drüber geschafft. Darf ja wohl nicht wahr sein. Vielleicht hätte ich den Cut doch nicht machen dürfen. Vielleicht hätte ich doch einfach weiterspielen sollen, anstatt die kurze Pause zu machen. Hier läuft ja gar nichts mehr, Goose. Schrecklich. So, wie springen wir jetzt am besten weiter? Ich würde mal sagen, hier rechts lang, weil da sieht der Hügel ein bisschen kleiner aus. Ich gucke jetzt auch mal nicht auf die Karte, weil... ich will es jetzt mal so probieren. Ich will jetzt für mich einfach mal so die gescheiteste Route finden. Vielleicht hätte ich doch auf die Karte gucken sollen, dann hätte ich diesen Fluss hier gesehen. Scheiße. Oh, jetzt müssen wir zusehen, dass wir da irgendwie rüberkommen jetzt hier. Au. Goose, das muss wehgetan haben. Mist. Also jetzt sieht's für Gold natürlich schon sehr schlecht aus. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Aber ich will die Strecke... Das gibt's doch nicht! Ich will die Strecke jetzt einfach trotzdem mal von Anfang bis Ende durchspielen. Weil, Dann haben wir sie zumindest mal gemacht, dann weiß ich eventuell beim nächsten Mal Bescheid, dann können wir vielleicht eine bessere Punktzahl hinbekommen. So machen wir das dann einfach im nächsten Part. Aber das würde ich jetzt ganz gerne einfach nochmal beenden. Dass wir zumindest schon mal die Silbermedaille im Sack haben. Das wäre ja schon mal was. Weil ich glaube, es war gar nicht mehr weit. Hier in der Stadt müsste schon das Zielgebiet gewesen sein, die jetzt hier kommt. Da ist die Brücke übrigens, unter der ich mich drunter geglitscht habe damals. Da hüpfen wir jetzt aber mal nicht drunter, sondern wir hüpfen mal drüber. Wunderbar. So, jetzt muss ich gleich gucken, wo das Zielgebiet ist.
Das war doch noch ein Stückchen weiter. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das war schon in dieser Stadt, aber da müssen wir doch noch ein bisschen weiter hüpfen. Ah, hier. Dann hüpfen wir hier mal diese Straße entlang. Vorsichtig. Nicht, dass du von einem Auto erfasst wirst, Goose. Die gesamten Little States und man sieht nicht ein einziges Auto. Unfassbar. Wären die Vereinigten Staaten doch nur wirklich so. Und jetzt, Leute, mit dem gezielten Sprung haben wir tatsächlich den perfekten Zeitbonus. Wunderbar. Wir haben echt 92 Punkte. Wuhu! Oh, schön. Hier direkt die Goldmedaille errungen zu haben, das macht mich stolz. Das finde ich echt gut, das finde ich toll. Also, damit gebe ich mich dann auch mal direkt zufrieden. Das nehme ich ungesehen. Sehr schön. Wir haben echt die Goldmedaille errungen in den Little States. Wir haben alle drei Goldmedaillen im Jumble Hopper, Leute. Schön. Schön, dass wir das in einem Part hinbekommen haben. Wunderbar. Du erhältst das Abzeichen in Gold. Oh yeah, da freuen wir uns aber. Da kommt Freude auf. Goose, du hast es geschafft. Mit deinem Heimspiel. Mit den Little States. Ja, hast du es geschafft. Die Little States sind damit vergoldet. Beziehungsweise sie sind es noch nicht ganz. Denn wir haben noch was vor uns. Wir haben noch eine Kleinigkeit vor uns. Und zwar gibt es eine Medaille, die mich ein bisschen nervt. Die haben wir ja jetzt alle drei. Alle drei Goldmedaillen. Aber es gibt echt eine Goldmedaille, die mich nervt. Hier im Skydiving und im Cannonball, da können wir es vergessen. Da werden wir die Goldmedaille nicht alle erringen. Hier haben wir noch den Birdman freigeschaltet, übrigens auf den Little States. Da werden wir uns also auch noch drum kümmern. Aber auf den Little States steht, wie gesagt, noch eine Sache an, um die ich mich ganz gerne noch kümmern würde. Und das ist diese verdammte Silbermedaille hier in der Pilotenlizenz. Das wird nicht einfach. Sage und schreibe 12 Punkte müssen wir nämlich noch gut machen. Und das bedeutet, wir müssen uns in jeder Mission um mindestens 4 Punkte verbessern. Die Little States natürlich, was auch sonst. Also das wird nochmal so zum Abschluss dieses Let's Plays, wird es nochmal zwei hübsche Little States Parts geben. Und wir beginnen im nächsten Part auf jeden Fall mal mit dem Höhenkoller. Da habe ich zwar schon 90 Punkte geholt, aber ich zeige euch mal was. Der liebe Luke Millard hat mir nämlich was gezeigt. Ihr könnt, wenn ihr die Z-Taste gedrückt habt, könnt ihr diese Karte so ein bisschen neigen. Und dann seht ihr auch genauer, wie hoch die einzelnen Luftsäulen sind. So fällt es mir dann vielleicht auch einfacher, mal die exakte Höhe zu erreichen. Also vielen Dank für den Tipp. Ich glaube, das könnte mir helfen. Aber Leute, das gehen wir im nächsten Part an. Bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk AP.